Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal. Im letzten Part sind wir in der letzten Testkammer angekommen und das heißt, wir haben nur noch diese eine Testkammer und dann haben wir vielleicht dieses Let's Play beendet. Wer weiß, aber jedenfalls müssen wir nur noch dieses eine Rätsel hier überstehen und zwar müssen wir diese Kugel da ranzimmern und das geht so. Also erstmal hier ein Loch schießen. Und dann auf der anderen Seite noch schießen. Jetzt müssen wir warten, bis die Kugel da kommt. Jetzt müssen wir warten, bis die Orange. Genau so. Und zack, wir sind auf der anderen Seite. So, jetzt bewegt sich die Plattform. Da müssen wir jetzt rüber. Und zwar müssen wir jetzt Portale schießen. Das geht ganz leicht hier. Ich glaube, nee, das war, ich glaube hier gibt es echt fiese Passagen. Oh. Ja. Echt fiese Passagen. Oh, ja, das war dumm. Ja, jetzt habe ich verkackt schon. Vor allem, weil ich jetzt rumhänge. Oh, Mann. Ah, meine doofe Maus. Ich habe auch übrigens meinen Timer gestellt. Ja, krass. Früh stellt mal seinen Timer. Bitte lass mich jetzt nicht diese blöde Testkammer nochmal machen. Nein. So, jetzt müssen wir nämlich darüber. Zack, zack. Jetzt müssen wir nämlich dahin. Und müssen den Quatsch hier aufmachen. Was natürlich auf Zeit ist. Und drauf. Genau, und jetzt bin ich tot. Weil ich es nicht mehr schaffe, oder? Schaffe ich es noch? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Nein! Oh Mann! Ich wusste doch gar nicht, dass man da... Ich dachte, man kann... Das bleibt so lange übelst oben. Mann, woher soll ich denn das wissen, Mann? Ist doch kein Schwein... Ja, jetzt habe ich's. Mensch. Jetzt müssen wir nämlich hier auf die Plattform warten. Also die Checkpoints sind hier eigentlich ziemlich freundlich noch gesetzt. In dem Level. Muss man echt sagen. Also wenn man hier das geschafft hat, dann kommt man hier zum nächsten. Ja, das geht natürlich... Oh nein. Nein, oh Mann, wieso denn? Ich habe mich doch noch bewegt. Ich wollte doch noch in dieses Kackloch springen. Das geht eigentlich auch ziemlich leicht. Mann. Ah, check. Ah, jetzt muss ich den Dreck wieder aktivieren, denn darüber, zack. Und dann ist die Scheiße schlecht gesetzt. Oh, das ist doch so behindert. So, jetzt muss ich das hier wieder machen. Und zwar geht das folgendermaßen. Einfach hier am Rand der Plattform stellen. Und... Nein, Mann, ich wollte doch springen, verdammte Scheiße. Das geht doch so. Diese Kackmaus bei mir immer. Mensch. Oh, Mann, ich kann doch das hier locker schaffen. Ich bin zu doof dafür. Und wo ist die Kackplattform überhaupt schon wieder? Oh, jetzt regt mir das Spiel gerade so ein bisschen auf. Gut, ich habe gerade ein bisschen Viva Ultimate Team gespielt. Und dann hat mich das Spiel schon wieder echt aufgeregt. Hier, da, Portal und da. Mann, wieso springt die Schlampe denn nicht? Das kann doch nicht sein. Jetzt brauche ich ja wahrscheinlich den ganzen Part auch noch dafür, oder was? Ja, beeil dich mal, du scheiß Plattform. Man muss da genau auf die Kackplattform halt draufspringen. Ist so behindert. Wirk. So. Und so. Und jetzt da. Mann, wieso springt... Ja. Geschafft. Victory. Und jetzt lass hier einen verfickten Checkpoint sein. So, verpiss dich. So. Ah, jetzt kommt der Quatsch noch. Ja, da muss man nämlich auch noch perfekt schießen. Und zwar hier. Bis die Plattform da drüben erscheint. Und dann sind wir hier auf der anderen Seite. Und da hinten ist der Kuchen. Yeah! Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Oh no! Versichert, dass es vor ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Geräte Fehlfunktionen gab. Oh mein Gott, sie wollen uns umbringen. Oh scheiße. Ja Leute, was für ein blöder Plot-Twist. Das Spiel will uns nämlich jetzt umbringen. Und zwar muss man
hier hinten in dem Portal schießen. Und dann muss man hier Portal schießen und dann muss man in das Portal da reinspringen. Und was wir nicht geschafft haben. Ja, leck mich doch. Und hier liegt ein Radio? Ach, Crap. So, nochmal. So muss man das Loch da perfekt rein, reinrutschen. Ist ein bisschen bescheuert gemacht, meiner Meinung nach. Aber das muss halt Valve wissen. Da ist das Radio, okay. Das ist ein bescheuerter Scheiße, ey. Ey, Mann. Ja, man muss halt das Loch da perfekt schießen. Und dann in das Loch. Ja, Mann, jetzt bin ich einfach mal da reingerutscht. Zack. Hallo! Oh, ey, da hat das Spiel so blöde geleckt. Warum muss das Spiel jetzt lecken? So, jetzt nochmal. Leck mich doch mit diesem Kackleck! Jetzt. Ja, wieso? Wieso bin ich jetzt nicht darüber? Und die kackblöde Kuh kann mal ihre Klappe halten. Jetzt. So, jetzt bitte in dieses Kackloch springen. Bitte. Dankeschön. Kann die auch mal ihre Klappe halten? So, und zwar will die uns umbringen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nicht sterben. Oh, kannst du auch bitte deine Klappe halten, du nervst. Danke. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um sie zu ihrer Party zu bringen. Dankeschön. Halt doch mal deine Klappe! So, wir gehen jetzt nämlich hier hoch. Und. Bäm! Kaputt. Aua, das ist natürlich sehr leicht. Ja, und fetter Plotwurst in diesem Spiel. Das Spiel will uns nämlich umbringen. Also hier nix, tralala, Ende des Let's Plays. Nee, 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 das geht ja noch weiter, Freunde. Weiter geht's mit Let's Play Portal. Und hier sind diese komischen Roboter. Aber jetzt fängt das Spiel erst richtig an. Jetzt fängt das Spiel auch richtig an, cool zu werden. Also ist das zumindest meiner Meinung nach. Hier müssen wir jetzt rüber. Wir können durch das Gitter schießen. Wir müssen hier irgendwo noch ein Portal finden und wir sind auf der anderen Seite. Wir sind irgendwie auf dem Blockglitch. Also das fand ich ziemlich krass, als die uns damals da oben bringen wollten. Weg. Hey, wieso bin ich jetzt nicht hinter dem Zahnrad? Achso, ich habe das falsche Portal geschossen. LOL. Ja, natürlich versucht uns GLaDOS zu finden und natürlich will sie uns umbringen und wir müssen hier so ein bisschen erforschen, was hier eigentlich für eine Scheiße abgeht. Also tatsächlich, the cake is the lie, der Kuchen ist eine Lüge. Wir bekommen hier keinen Kuchen, sondern wir behalten hier nur den Tod. Und diesen Tod wollen wir nicht gerade geschenkt haben, nicht wahr? So, jetzt müssen wir da rüber. Aber ich will mich noch ein bisschen umgucken. Doch, wir müssen da rüber. Alter, was ist das für ein Kackleck gerade? Eigentlich, wieso leckt es eigentlich gerade bei mir? Das finde ich richtig scheiße, sonst leckt es bei diesem Spiel eigentlich nie. Aber ausgerechnet heute leckt es. Das ist unschön. So müssen wir da rüber. Alter. Genau. Nein! Boah. Wieso ist die blöde Kuh jetzt da runtergeflogen? Ich habe echt FPS-Einbrüche von... Ja, jetzt 29 wieder. So, und zwar muss man da perfekt auch wieder rüberspringen. Zack, zwar. Aber hat halt das Spiel gesagt, dass man das hier so machen muss. Also finde ich schon ziemlich krass. Jetzt sind wir hier weg von diesem komischen Ding, von diesen komischen Dingern. Und das Radio vor allen Dingen im Feuer, dass das noch lief, ist klar. Ja, neuer Aperture Science PC, Leute. Wer will ihn haben? Also, wer ihn haben möchte,
Der sollte die Testgelände schaffen und dann das Feuer überleben. Und er hält einen neuen Aperture Science Computer mit Mega Festplatte, 1 Terabyte Festplatte und Pipapo, Windows 8. Was für ein Megateil. Und einer unserer Kollegen möchte sich dieses Ding natürlich auch angucken. Wir stellen ihn ihm ein Stuhl zu bereit und natürlich eine Tastatur. Ja, eine Tastatur auf dem Boden, die wir ihn schmeißen. Wir schmeißen ihn die ganze Tastatur hinterher. Nur den Bildschirm bekommen sie von uns nicht. Bekommen sie doch einen Bildschirm. Nein, sie bekommen ihn nicht, weil er an der Wand ist. Ja, was ist das für ein cooles Angebot. Jetzt überleben und sie erhalten ein Aperture Science PC. Jetzt zugreifen. Nur solange wieder Vorrat reicht. Und erhalten sie dazu noch eine Maus. Ja, Mega Maus. Ich könnte auch eine bessere Maus gebrauchen. Und erhalten sie noch Testobjekte, oder? Aufzeichnungen, beziehungsweise gesagt. Ja, hier ist nämlich alles tot. Ich glaube, das ist sogar ein stillgelegtes Ding. Also ich glaube, ich glaube, das hier ist sogar stillgelegt. Also eigentlich gibt es dieses Testgelände gar nicht mehr. Und die Leute sind hier abgehauen. Aber es gibt halt noch diesen Computer, der hier wohnt bzw. lebt. Also ich glaube, so war die Story in dem Spiel. Zumindest denke ich sie mir so. So, jetzt wollen wir natürlich hier von hier flüchten. Wir könnten da in das reinspringen, was wir auch, glaube ich, machen müssen. Ah, wir müssen nach da oben. Genau, wir müssen nach da oben. Dafür brauche ich aber noch ein Portal. Hallo, Portal, genau. Genau, hier oben müssen wir hoch und müssen da rüber. Und müssen von hier nach da unten springen. Was wir nicht geschafft haben. Wo sind wir jetzt? Achso, hier sind wir. Also ich muss da hoch, so und dann so. Dann sind wir auf der Seite. Ja, wie gesagt, darüber müssen wir natürlich nicht irgendwo hängen bleiben. Und jawolski, hier, ja, vor allem wie wir jetzt darüber glitscht sind. Also es kommt ja noch richtig schwierige Aufgaben. Warum nicht? Warum ist das? Hallo? Ist da jemand? The Cake is Light. Wissen wir ja schon. Und ich glaube, müssen wir jetzt da reinspringen? Ich glaube schon. Also hüpf. Genau, und jetzt. Wow. Werden wir hier durch die Röhre gezogen, wo eigentlich immer. Wow. Die Würfel kommen. Und jetzt werden wir hier durch die Gegend gesaugt und kommen komischerweise. Oh, okay. Der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Ja, wir müssen jetzt darüber, da wir die Portal Gun haben. Und das so machen. Genau, und jetzt ist der Aufzug nicht mehr hier. Und unser Wort ist Geronimo! Woo! So, jetzt sind wir an einer komischen Stelle angekommen. Wir sind an so einer fetten Fabrik und einer mega riesen Plattform. What the fuck? Ja, das ist auch der einzige, ich glaube, die einzige Chance, Portale zu schießen. Jetzt müssen wir nach dort oben, meine ich. Also jetzt gibt es so die ein oder andere Schwierigkeit in dem Spiel. Man hat jetzt überhaupt keine Chance mehr, Portale zu schießen. Wie ihr sehen könnt. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wo wir hin müssen. Oh. Genau, dahin. Dahin möchte ich und darunter möchte ich. Kann ich mich hier ducken? Genau. Zack. Und wir sind da oben. Da oben müssen wir, weil der komische rote Weg, der zeigt uns immer an, wo wir hin müssen. Also gibt es anscheinend doch noch Leute, die das hier schon mal geschafft haben. Vielleicht werden wir sie finden. Wer weiß.
Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich da rüberkomme. Ach ja, stimmt. Wir müssen uns nämlich auf diese Plattform hier stellen. Also auf dieses Ding hier. Und hier rüberlaufen. Und zack, geschafft. Und ich beende hier erstmal den Part. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder bei Let's Play Portal. Bis dahin, Leute. Und